Also selbst wenn man eine Goldmedaille gewinnt, auch wenn es die erste ist, das ist einfach genial. Ich war generell ziemlich positiv eingestellt. Die ersten zwei Kämpfe waren sehr lang und sehr anstrengend. Da dachte ich mir so, irgendwie nicht so ganz mein Tag. Aber dann habe ich mich dann einfach weiter fokussiert und im Kopf war ich immer noch positiv eingestellt und dann ging das ganz gut. Ja, das kommt manchmal einfach auf den Gegner drauf an. Die kannte ich zum Beispiel noch nicht. Die anderen beiden davor, die kannte ich schon. Und ja, das war halt, manchmal ist man irgendwie risikoreicher, was das Ansetzen angeht. Und ja, hat dann halt gereicht. Und manchmal muss man einfach den richtigen Moment treffen und das war da. Sau viele Nachrichten auf Snapchat, Instagram, WhatsApp, also mein Handy hat das fast nicht mehr mitgemacht. Und ja, eigentlich ganz viele Glückwünsche einfach nur und ja, was man halt so bekommt. Ich würde sagen, es war unglaublich geil, eine Goldmedaille zu holen für Deutschland im Judo als einziges Mädchen. Und ja, die Location war geil, es war alles voll cool, vor allem mit den ganzen anderen Sportarten auch noch.